Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Raft. Unser abrupter Abbruch von letztem Mal tut mir ein bisschen leid, aber der Techniker war da. Unsere Waschmaschine ist kaputt und ja, das muss auch mal repariert werden zwischendurch. Deswegen muss ich unterbrechen, aber die Folge hat ja zum Glück noch reingepasst. Mein Hund hat ein bisschen aufgedreht, ist aber nicht schlimm. Wir waren hier an dieser Kiste dran und ich wollte die noch fertig einräumen, was ich tatsächlich ja auch geschafft habe. War mir so gar nicht mehr bewusst, dass ich das noch irgendwie hingekriegt habe. Aber wir sollen hier vielleicht mal ein bisschen Sauberkeit in die Suppe hier reinbringen, ne? Welche Suppe? Ich habe keine Ahnung. So, dann hätten wir hier mal blaue Farbe und rote Farbe. Das finde ich schon mal soweit ganz gut. Ich möchte mir dann aber gerne hier einen von davon rausnehmen und ich möchte auch gerne mal weiß haben. Und dann packe ich mal... Ist halt ein bisschen blöd, dass die so falsch rumsteht, ne? Also für mich sieht das irgendwie falsch rum. Moment, kann ich das schon... Warum geht die nicht an? Moment. Weißt du was? Wir machen einfach ein bisschen mehr. So. 2, 3, 4, 5, 6. Achso, die wurde jetzt einmal benutzt und da kann die das einfach machen? Rote Blume platzieren. Aber Moment, ich will aber... Muss die nicht drehen? Die hat doch letztes Mal irgendwie gedreht, ne? Verstehe ich nicht. Warum funktioniert die jetzt nicht mehr? Bin ich zu blöd? Vor allem, hier hat der... Mach den Deckel zu! Mein Gott! Kann ich irgendwie hier drüber, ne, mit Sneaken drüber springen? Oh, jetzt liege ich im Wasser. Ah, Hubert, Hubert. Kriegst du Axt ins Gesicht. Die scheint nicht zu funktionieren. Komm, geh mal hoch. Okay, ich weiß jetzt nicht, warum das jetzt nicht mehr funktioniert. Und letztes Mal hat es funktioniert und jetzt dreht es irgendwie nicht und hat dir... Ach, das dauert ein bisschen. Ach so, man kann auch mehrere Pötties hinstellen. Ich verstehe. Ja, ja, man kann also 5 Pötties hinstellen und, ach, Blödsinn, ich verstehe es jetzt mal richtig, wie es funktioniert. Wir brauchen halt Wasser, er muss sich halt bewegen. Genau, und wir hängen ja an der Insel, das ist der Grund, warum hier nichts ging. So war das nun mal. Okay, wir gehen mal hoch und gucken mal. Und dann drehen wir mal das Segel komplett rum, da kommt er auch da wieder weg. Wir brauchen ihn nicht an dieser Insel zu hängen. Das ist totaler Blödsinn. Hier aufs Dach einmal gucken, wunderschönes Riff. Wir bräuchten da Sachen, das Kupfer. Ah, das bräuchte ich mal. Ist egal. Ah, guck mal, hier habe ich auch noch nicht fertig gebaut, meine Seile. Dann könnte ich das jetzt mal machen. So, das muss ja alles fertig gebaut. Ich glaube, das war sogar der Grund, warum ich runter bin, ne? Weil ich Seile haben wollte, die ich immer noch benötige. Okay, dann fangen wir mal wieder mit Struktur an. Kannst du das, Junge? Ich glaube nicht so. Komm, wir nehmen einfach ein paar mehr mit, dass wir erstmal oben die Seile machen. So, und dann hätten wir das schon mal abgesichert, dass ich da nicht mehr runterfallen kann. Hier sollte ich auch mal absichern, ne? Weil du fällst ja eh überall runter. Okay, das hier finde ich schön als Ausguck. Hier könnte man tatsächlich noch eine Plattform machen, dass man noch höher kommen, die da so ein bisschen spitz zuläuft mit dem Dach später. Das würde ich vielleicht noch eine schöne Sache finden. Also, das Raft gefällt mir so richtig, richtig gut. Kann ich jetzt hier rüberspringen? Ja, kann er. Super. Hey, das ist richtig Bungee-Jumping hier, ne, angesagt. Okay, guck mal, hier ist ja der Übergang zu unserer Kombüse. Ne, was sprichst du da? Das ist nicht dein Esssaal, ne? Also, mach mal chillig. So, schnell mal Holz holen. Dass wir das hier wieder hinkriegen. Zack, 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 zack und zack. Und zack, zack, zack. Weil Holz haben wir nie genug. So, da kann ich den einen Barren wieder noch zurücklegen. Unten. Ne, ich mach's jedes Mal falsch. Ich krieg das einfach nicht hin. Ich weiß nicht, warum ich mir das nicht merken kann. Ich habe keine Ahnung. So, hier müsste man mal dann mal gucken. Hier, aber hier wäre eine Ecke schön. Das Problem ist aber, genau bei dieser Ecke, genau, das wäre mir nicht breit genug. Das wäre so richtig eng, ne? Und auf der Seite haben wir auch ein ganzes Teil. Okay, pass auf, dann machen wir es genauso, eine Copy-Paste von der anderen Seite. Müssen wir mal gucken. Und hier müssen wir dann eins nach vorne. Erstmal hier auch so ein kleines Ding haben. Aber warum hat das da geklappt und hier nicht... Das ist die Frage. Ach so, weil die Kabine da weiter rausgeht, ne? Ja, 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 ja. Dann, ja, hier müsste die an sich hin. Das ist blöd. Das ist blöd. Ich hätte auch hier so einen kleinen Überdeck gehabt. Aber ist nicht schlimm. Wir machen es dann so. Dann sieht es hier ein bisschen anders aus. Ist ja nicht schlimm. Wir können ja hier bauen, wie wir Bock haben. Das ist ja das Geilste daran. Und hier möchte ich auch gern einen kleinen Überlauf nachher machen. Aber da muss ich noch genau gucken, wie ich es mache. Aber das hier wäre mir ein Anliegen, dass wir hier zumachen. Super. Und dann können wir hier noch zwei Ecken wieder reinschallern. Guck, zack. Und ernsthaft, du kannst die nicht setzen, weil da kein Pfosten steht, ne? Dann setzen wir hier noch eine Säule hin. Bupp. Naja, jetzt wirst du höchstwahrscheinlich gehen, ne? Weil das schon wieder so... Irgendwie mit der Säule hier connected, obwohl die fürs frei steht, finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schwach, ne? Also das ist ein bisschen schwach, können wir aber so lassen, oder obwohl ich setze gerne um. Mach's einmal kaputt. Ich weiß, dann bricht hier oben auch wieder raus, ist mir aber egal. Ich guck mal, sie hält...
geil. Okay, dann machen wir keine hin. Dann habe ich eben eine Säule investiert. Das ist mir doch egal. Hauptsache, das funktioniert. Guck mal, das ist doch gut hier. Super, super. Und hier kommt das Badezimmer hin. Das wird doch nicht allzu groß. Ja, so soll ja eher gemütlich sein. Pass auf, ich könnte mal gucken, wie groß ist denn dieses Ding. Dieses Badewanne. Plumpsklo. Holzbadewanne. Ja, das ist schon, ich glaube, die sind schon nicht schlecht, aber so richtig viel bräuchte man da hier aber auch nicht, ne? Lass mal überlegen. Pass mal auf, erstmal machst du hier mal deine Reling noch fertig, aber in schön bitte. Super, 1, 2, 3. Super, dann hätten wir die mal hier. Schade, dass die hier nicht connected, aber so ist das nun mal. Und dann hier, hier. Die Frage ist, soll ich hier, kann ich hier, oh, ist ja so schön, wenn wir hier rüber gehen können, ne? So einfach um 1 noch erweitern. So, hier. Kann ich ja draufspringen, ja, super. Guck mal, hier, das wäre doch noch schön, wenn wir hier noch so eine kleine Erweiterung hätten, ne? Da. So einfach zum Drumlaufen, das finde ich doch schön. Da kann man hier auch die Ecke noch einsetzen. Ich weiß, die geht jetzt bestimmt wieder nicht, weil ich keine Planke habe. Ach, guck mal hier, wenn ich dann eine Säule hier hinsetze, ne? Jetzt bauen wir wieder hier Säulen, für sie dann später wieder wegzumachen, aber ist ja egal. Pass auf, hier wäre dann die Ecke, aber wenn ich es auf die hintere setze, auf die. So, dann müssen wir doch hier wieder die da reinkriegen, ne? Super, ja, das passt doch. Guck mal hier, und dann muss ich mal gucken, wo ich die nächste einbauen kann. Die kann ich nicht, aber die kann ich wieder. Die geht und hier geht wieder eine und da geht wieder eine. Super. Guck mal, da kann man auch bis hier auf die... Oh, das war wohl zu weit. Gehst du schnell wieder zurück. Und hier machen wir dann... Oh, soll mal so einen Umlauf machen? Dass wir hier so komplett außen rumlaufen können? Ich glaube, das wäre schön. Das wäre wirklich schön. Hier noch. Und dann möchte ich aber hier wieder so eine Ecke haben, ne? Super, dann müssen wir hier wieder ein bisschen aufpappen, aber das kriegen wir hin. Hier, eine Ecke. Super. Ja, geil. Dann müssen wir nur hier eine Säule setzen. Aber verrückt, dass ich sie da bauen kann und hier auf dieser Seite nicht. Ich gucke mal, das kann doch nicht sein Ernst sein. Warum willst du die nicht hier setzen? Ich habe ja auch kein Problem, eine Säule hier zu setzen, ne? Also, sind wir mal ehrlich, dann papp eine Säule dahin. Ist für mich auch okay. Und dann bräuchte ich wieder die, ne? Und dann kannst du die setzen. Ja, da steht eben hier eine Säule mehr. Ist doch egal, ne? Wirklich, ist doch wirklich egal. So, und dann bin ich mir überlegen, ob ich die nach außen versetze. Aber dann kann es sein, dass hier uns... Nee, das wird klappen. Pass auf, dann machen wir nochmal hier eine hin. Und dann kann ich die hier raushauen. Bitte, funktioniert. Ja, funktioniert. Okay, geil. Geil. Und dann muss ich hier noch eine setzen, ne? Ja, leider. Da komme ich nicht drum rum. Jede zweite. Ich probiere sie trotzdem mal kurz einzusetzen. Vielleicht habe ich ja das Glück und sie geht. Nein, sie geht leider nicht. Dann bauen wir hier noch eine Säule hin. Dahin. Ein bisschen schade. Aber so what? Wir können uns das ja leisten. Boah, das ist richtig cool. Richtig cool. Aber kann ich die hier wegmachen? Ich probiere es mal. Es kann sein, dass das jetzt abbricht da oben, ne? Nein, funktioniert. Sehr geil. Sehr geil. Leider geil. Finde ich richtig gut. Und hier ist unser Aufgang. Hier gehen wir hoch. Super. Hier ist dann die Kombüse. Blödsinn. Das Badezimmer. Und dann können wir hier wieder eine Reling drumherum bauen. Super. Guck mal hier. Zack. Schön mit Holz. Nicht zu weit, ne? Ist einfach so einen kleinen Laufsteg, ne? Dass wir so schön gemütlich hier hingehen können. Dann würde ich hier auch noch eine Tür reinschlagen. Dass wir nicht immer außen rumlaufen müssen, sondern können. Das ist das, was halt immer so schön ist. Ich komme, Hubert. Kein Problem. Kriegst du mal wieder auf die 12. Zack. Für mal Zeit, dass du auch mal wieder stirbst, ne? Also mal ganz im Ernst. So ein bisschen sterben, vertraut. Ne, Moment. Die. Hast du Glück gehabt. Ich war aber auch sehr schlecht jetzt, muss ich mal ganz ehrlich gestehen. So, die schauen wir raus. Super, und die schauen wir raus. Dass hier verschwendet wird, ne? Das ist halt so, ne? Das ist ja so ein Entstehungsprozess, der ja nicht einfach von jetzt auf gleich entsteht. Das ist halt so. Kriegen wir aber hin. So, super. Die war's. Ah, guck mal, das sieht doch richtig gut aus. Hier kann man noch eine Ecke rausschlagen, dass die auch noch so ein bisschen abgerundet wäre. Ja, das wäre was. Oh, das ist schön. Richtig schön. Doch, hier steht auch irgendwo der Stuhl, ne? Ja, das mit der Tür weiß ich nicht. Aber es wäre trotzdem schön, wenn man hier so rauskommt und dann die Tiere hier so begutachten kann. Die haben noch genug zu trinken. Ich mache mal kurz Platz für die Batterie. Die Batterie ist leer. Immer diese automatisch laufen und so. Achso, ja, so geht das. Gut, nehmen wir uns wieder eine Batterie raus. Die gehen zwar richtig drauf. Bin ich aber froh, dass ich nur so eine Begießungsanlage habe, ne? Also keine zwei. Weil, sag mal, das wäre doch unfassbar teuer mit der Zeit. Komm, Sneaky und so. Dann hätte ich gerne dich wieder da drauf. Jetzt überlege ich, wenn ich hier vielleicht oder... ne, ich muss das so lassen.
Ich muss das so lassen. Guck mal, dann mache ich dich noch komplett voll. Auch wenn ich jetzt hier von hinten nicht mehr so gut reinspringen kann, ist das halt so. So ausschütten. Ja, das ist halt ein bisschen blöd. Aber wir könnten da vielleicht... Ich habe eine Idee. Vielleicht geht das ja. Das wäre ja toll. Moment, Moment. Wenn ich das hier mache. Ne, hier ist ja eh der Laufweg, ne? Hier mal kurz aufmachen. Mach du mal keinen Blödsinn. Erstmal vielleicht hier drauf. Gibt es hier irgendwo in Halpo? Guck mal hier. Stabile Holztor. Sehr geil. Kann ich, wenn ich die jetzt abbaue, die da, ne? Hoffentlich kann ich das jetzt hier setzen. Nein, kann ich nicht, weil mir ein Nagel fehlt. Schnell rein. Aber kann ich den vielleicht herstellen? Vielleicht habe ich ja genug dabei. Bitte, bitte lass mich den herstellen. Ja, super. Schnell dahin. Super. Ich will die aber nach innen aufgehen lassen. Ne? Super. Super. Ja. Ah, das ist doch geil. Da kann ich hier hinkommen, mach die auf, kann reinlaufen, kann sie wieder zumachen. Ja. Finde ich geil. Vielleicht sollen wir ein komplettes, richtiges Gehege drumherum bauen. Weiß ich noch nicht. Können wir aber zu jedem Zeitpunkt mal drüber nachdenken, ne? So, ein Huhn hätten wir. Zwei. Da ist ein Zebra. Eine Ziege. Da hängt eine Ziege fest. Die muss ich kurz mal da rausholen, weil die scheint sonst nie wieder glücklich zu werden, weil hier ist genug Gras, dass sie fressen kann. So, hier ist ein Huhn. Hier hängt auch noch ein Huhn fest. Du musst auch da raus. Ey, das ist ein bisschen blöd, aber sagen wir so, ist ja jetzt kein Stress, das Ganze, ne? Also können wir super machen. Ey, das ist doch mega geil, Leute. Das ist doch Hammer. So, und ihr hier, was funktioniert? Kann ich dich jetzt einfach... Oh, das ist aber geil. Das kann ich jetzt einfach so aufheben, ne? Zack, 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 zack. Okay, das hat was. Stell mal so viele hin, wie geht. Ich möchte auch gerne mal mit Weiß anfangen. Ich glaube, die Farbenmischung ist in dem Fall ziemlich egal. Warum liegt da Fleisch drin? Hey, wieso nicht? Wieso nicht? Weil ich es kann. Finde ich geil. 120 Farbe. Boah. Moment, wir müssen mal pinseln, Leute. Lass uns mal pinseln. Hier, stell mal her. Den nimmst du mal runter. Und dann gehe ich noch mal gucken, ob ich hier noch irgendwas drin habe. Die scheinen leer zu sein. Aber, pass mal auf. Wir könnten die ja schon mal reinpacken. Eins und zwei. Boah. Der sieht ganz anders aus als der hier. Naja, ist okay. Wir werden nicht drüber meckern. Guck mal, jetzt möchte ich mal den hintersten hier füllen. Kannst du die ja... Rein, rein. Wir kriegen die voll. Wir werden die voll kriegen. Es dauert nur ein bisschen. Vielleicht muss ich mir die Köpfe dann auch noch vielleicht mal rüberholen. Würde vielleicht Sinn machen, ne? Guck mal, hier habe ich hier ein bisschen Platz für die Pläne. Meine Nostalgie, ne? Das sind die nostalgische Pläne, Leute. Deswegen behalte ich die auch. Genauso wie das erste Bett und die anderen Sachen. Ich finde das cool. Aber ich hatte doch irgendwo vorhin mal eine Kiste. Die steht da oben. Super. Die wollte ich dann auf dieser Seite platzieren, aber ganz im Ernst, die brauche ich nicht. Und dann machen wir das mal hier hin. Ziehen wir die mal runter. Die Frage ist, wie setzen wir sie? Ich möchte sie aber auch nicht... Kann ich sie irgendwo hier hinsetzen? Nee, die Leitung geht leider nicht. Und was wäre, wenn wir die einfach hier... Nee, das nimmt mir zu viel Platz weg. Moment, ich habe hier wieder ein Möwenproblem, ne? Du bist aber schon eine richtige Olle, ne? Du gehst mir richtig auf die Nüsse, weißt du das? Hör mal, geh mal in dein Aquarium pinkeln, schau dir mal in meinen. Das ist ja Wahnsinn hier. Hör mal. Da denkst du, schön gemütlich in der Runde Raft zocken zu können? Und nee, was da ist? Und dann ärgert die dich die ganze Zeit. Aber das ist doch eine Verschwörungstheorie hier. Na, so sieht das aus. Guck mal hier, schön die Bienchen wieder machen. Ei, das ist richtig geil. Oh, ich habe so einen Workflow gerade. Reste Maustaste wieder nehmen und Reste Maustaste wieder füllen. Das finde ich gut. Und Wasser, könnte ich mal hier noch eine Ration nehmen? Nee, dann auf der anderen Seite oder habe ich die noch nie gefüllt? Doch, die sind gefüllt. Dann würde ich aber sagen, pass auf, wir nehmen die, du trinkst die leer. Super. Und dann nehmen wir hier frisches Wasser. Die da füllen wir wieder. Und wir können hier noch eine... Hab ich die wieder ausgeworfen. Ich mach zu schnell unterwegs. Okay, jetzt nimmst du mal einen Pinsel hier. Die Frage ist, was pinseln wir in welche Farbe? Moment, das verstehe ich gerade nicht. Kann ich nicht einfach so auf Farbe gehen? Ein Pinsel habe ich. Dann sagt er zu mir, zwei Nägel und fünf Dinger. Ach so, Rechtsklick, okay. Hier kann man Mustern malen, das möchte ich nicht. Und hier kann ich dann Primärfarben... Moment, muss ich das dann mit dem Klick hier klicken? Sekundärfarben finde ich auch nicht schlecht. Dann müssen wir mal gucken. Ne, bleib mal mit den Primärfarben. Also, ich möchte ja so einen Weißton Endeffekt haben, ne? Ah, hier sieht man die Farben, die man hat. Muss ich die dann irgendwie da reinpappen? In den... Wo hat er den jetzt hingepackt? Dahin. Okay. Ich weiß nicht, wie der Pinsel funktioniert, aber ich will es rausfinden. Ich bin guter Dinge, dass es klappt. Ich möchte auch einfach nur Pinsel. Hier kann ich auf jeden Fall das Modell rauswählen. Und was ist, wenn ich gar kein Modell will? Er hat Hunger. Ja, ich gebe dir jetzt schon wieder ein Stück Hubert. Moment. Erstmal...
Ich muss was zu essen haben. Ich habe hier noch einen Braten. Komm, den schaller dir den mal rein. Und dann gehe ich mal kurz in die Küche. Nee, erstmal gehe ich hier hin. Ich muss das noch auspacken. Weil ich war ja gerade hier dran. Ne, das sollen wir jetzt mal der Reihenfolge richtig mal beobachten hier. Dass das geht. Hubert, ein Kopf, zwei Kopf. Ein Kopf, zwei Kopf. Das ist gut. Super. Benötigt Honig. Aber da ist Honig drin. Jetzt kriegst du keinen neuen Honig. Das kannst du vergessen. Dann würde ich sagen, nimm die Kiste. Die Kiste müssen wir irgendwo einen Platz finden. Natürlich wäre jetzt hier hinten super der Platz, ne? Aber das ist ein bisschen weit weg. Da könnten wir so sagen, pass auf, wir bauen die hier weg. Das machen wir. Die stellen wir nach hinten. Und dann können wir hier die Kiste hinbauen. So, das ist hinten. Super. Hier setzen wir die Kiste hin. Und dann kann ich die ganzen Köpfe da reinpacken, ne? Das ist schon mal gar nicht mal so schlecht für den Anfang, weil die müssen einfach zugänglich sein dazu, ne? Das bringt ja nichts, wenn die irgendwie ganz hinten liegen. Das ist ja Blödsinn. Das ist absoluter Blödsinn. So, dann muss ich dich leider noch um eins versetzen. Das ist aber auch kein Thema. Kriegen wir ja auch hin. Und dann du dahin. Und du kommst dann nur richtig ausgerichtet. So. Und dann bräuchte ich mal noch ein Röhrchen. Habe ich genug, um die zu bauen? Wo war das nochmal? Irgendwo hier. Da ist das Rohr. Ja. Ich kann noch mal zwei bauen. Ich brauche aber nur eins, aber ist ja egal. So sieht das ein bisschen besser aus. Ja, das ist besser. Kann man so machen. Okay, wenn jetzt was drin war, war es natürlich blöd. Jetzt ist es aber auf jeden Fall wieder raus. Und dann können wir das hier so super bedienen. Das finde ich gut. Das macht für mich Sinn. Ja. Ja, passt. Passt für mich. Super. Okay, also unsere Farbmühle funktioniert dann soweit ganz gut. Oder auch nicht, weil hier nichts mehr mühlt. Weil wir höchstwahrscheinlich wieder auf der Stelle stehen. Da gehen wir kurz mal gucken, was hier los ist. Weil wir müssen ja trotzdem im Wind stehen, ne? Nicht gegen den Wind. Ja, das ist genau das, was ich mal dachte. Jetzt drehen wir wieder in die Richtung. Ja, ich weiß, es ist ein bisschen suboptimal, wenn ich immer ganz hochrennen muss, hier zu sehen, was los ist. Ich sollte mir unten mal einen Wimpel setzen. Aber der allein bringt mir gar nichts, ne? Musste man ja auch mal ganz ehrlich sagen. Was soll der mir denn bringen? Wie weit sind wir denn von unserem Caravan Town weg? Oh, so weit sind wir gar nicht mehr weg davon, ne? Aber hey, wir haben viel ausgebaut in der letzten Folge. Dann wird es auch so langsam wieder Zeit, weiterzugehen. Alter, das hier ist so richtig cool. Habe ich nicht irgendwo so eine Laterne? Hier so eine kleine. Kann man die auch einfach hier draufsetzen? Oh, das ist aber urig. Das finde ich aber schön. Also hier noch? Zack. Ja, geil. Oh, das hat was. Finde ich geil. Oh, was müsste der die Kerzen da austauschen? Aber hey, wir werden uns nicht darüber beschweren. Jetzt müssen wir wieder Wände bauen. So, das ist ja ein Badezimmer. Wir wollen ja ein bisschen Privatsphäre, aber auch nicht zu viel. Das heißt, wenn einer hier hochläuft, bis auf wir, ne, dann kann man auf jeden Fall mal gucken, was wir hier machen. So, das Badezimmer wäre 1, 2, 3. 3 auf 4. Das müsste doch ausreichen. Und hier noch eine kleine Sitzecke rein. Finde ich an für sich aber gut, ne? Er braucht Plankes. Plankos, amigos. Dann gehen wir uns die noch schnell holen. Ich gucke gerade mal, ob ich noch irgendwas hier ausladen kann. Das sieht aber soweit okay aus. Dann packst du das alles mal da rein. Warum habe ich Blumen dabei? Ich weiß es nicht. Hier schwimme ich fast durch. Lassen wir jetzt einfach mal, ne? Wir lassen einfach. Die werden schon wissen, was sie machen. Die Farbe packe ich mal rein. Ich werde mich damit befassen, aber einfach nicht jetzt, weil sonst bemale ich das ganze Floß an. Und da habe ich jetzt wirklich keine Lust drauf. Ist doch eine coole Sache. Guck mal, der Pinsel lege ich auch hier rein. So für den Anfang. Und ihr zwei steht falsch. Und dann ist das okay soweit, ne? Also, man muss ja nicht schon übertreiben. Man muss ja nicht immer alles gleichzeitig machen. Obwohl ich das ja so gerne mag. Aber nö, 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 nö. Kurz noch in die Küche noch das Fleisch ablegen. Und hier die da. Und super Fleisch. Und dann hätten wir das gemacht. So, super. Jetzt können wir aber hoch, ne? Jetzt können wir hoch. Ich bräuchte noch Nägel bestimmt für die anderen Sachen zu bauen. Aber ja, ne, ins Bad soll keiner reingucken können, ne? Man soll aus dem Bad schön rausgucken können, aber keiner soll reingucken können, ne? So, dass wenn man hier so steht, oh, da soll ich aber mal gucken gehen, wenn Hubert dort vorne die Spitze abreißt, das finde ich nicht so geil, ne? Oh ja, der hat da schon gut gemurkst. Seitlich kleines Fundament einmal kurz setzen, weil das hier kann richtig wehtun, wenn ihr hier abmurkst, ne? Ich könnte aber hier diese Ecke tatsächlich mal verstärken, damit der dort damit auch... Aber das sind auch hunderte von Platten, ne? Also 100 kann ich mir mal vorstellen, dass die sind. Naja, Essen. Essen war noch ein wichtiger Punkt, ne? Haben wir noch hier in der fettigen Kiste, die müsste unten sein. Haben wir noch schön hier geiles Essen. Schönes Kotelett für mich, das finde ich gut. Und da geht es wieder hoch und dann bauen wir hier mal weiter. So, pass auf. Wir machen Außenwand natürlich blickdicht, ne? So ab hier, dass wenn man hier steht, dass man nur so leicht reingucken kann, aber nicht wirklich reingucken kann. So, dann hier genau das Gleiche. Na, wenn man dann hier steht, kann man so ein bisschen gucken, aber man sieht nichts, ne? Das ist so die Taktik. Und dann möchte ich dich hier hinsetzen. Super. Das ist cool. Das ist wirklich cool. Natürlich mittig wäre jetzt ein bisschen besser gewesen, aber Nägel.
Lass mich nur einen Nagel herstellen, das wäre halt super. Ne, mir fehlt genau ein Schrott dafür. Boah, Schrott müssen wir unbedingt sammeln gehen, ne? Entweder finden wir irgendwo, das sind die letzten 20 Schrott, die wir haben. Ja, das ist wirklich Schrott, im wahrsten Sinne des Wortes. Ha, 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 ha. Entschuldigung, Leute. Es hat mich wieder erwischt. Ich kann ja auch nichts dafür, ne? So, jetzt gehst du mal hier rein. Und dann guckst du dir das mal an und dann sollten wir hier vielleicht mal ein Dach drauf bauen. Das wäre schon mal eine gute Sache. Jetzt möchte ich aber gerne mal wieder, du musst auf den Hammer fürs Dächelchen zu bauen, ne? Das wäre ja nicht schlecht. Aber von oben könnten wir hier rüber reingucken. Das wollen wir ja vermeiden, deswegen wäre ich dann nicht schlecht, ein Dach drauf zu haben. Okay, hier haben wir das nach innen laufendes Dach. Finde ich das geil. Sollen wir hier eine andere Dachform bauen? Nee, ne? Ich hätte gern trotzdem das so ähnlich wie auf der anderen Seite so. Schön in die Mitte. Das heißt, wir müssen hier aber dann mal anfangen, mit denen hier zu bauen, ne? Ja. Schön wäre auch einfach, nachher so einen Kopf draufzusetzen, ne? Das finde ich schön. Weißt du was? Wir machen es jetzt mal so. Erstmal ausrichten, ne? Da. Da. So, hier. Super. Und da. Das ist gut. So, dann hätte ich aber gerne hier innen drin noch irgendwie eine Säule rein. Das wäre halt schön, ne? Weil es wäre ja schön, wenn wir hier so ein Kronleuchter oder sowas hinbauen können. Ich weiß, es gibt keine, aber vielleicht kann man ja eine Fackel hinhängen und die wird ja zum Kronleuchter, soweit ich weiß. Guck mal, hier hätten wir zwei kleine Dächele. Vielleicht können wir da einfach zwei normale Platten reinzimmern. Und dann wird das schon mal richtig gut. Weil ich gucke mal, ob es funktioniert. Ja, es funktioniert. Weil da können wir hier einen Kronleuchter hinbauen. Und oben drüber könnte ich dann einfach... Du bist zu hoch. Ach so, du musst da irgendwie auf das Dach. So, hier noch hoch, das ist super. Und dann können wir vielleicht ein bisschen tricksen, dass wir hier dann den schönen Dach noch oben drauf einfach setzen. Guck mal, hier mal zwei so Spitzen. Na, guck mal hier. Kannst du die setzen bitte? Eins und... Warum kannst du die hier nicht setzen? Das verstehe ich jetzt nicht. Die andere kannst du setzen, ne? Aber die hier kannst du nicht setzen. Das da ist mir wieder ein Rätsel, das kann ich nicht verstehen. Aber ich habe vielleicht eine andere Idee, was man machen kann, ne? Pass mal auf. So, wenn wir den Hammer wieder nehmen. Wir haben doch hier hinten, Moment, hier war das ganz hinten, nee, fast ganz hinten. Wir hatten ja schon die mit denen hier ja schon mal gebaut, ne? Guck mal hier, kannst du dich ein bisschen drehen, so, und du dann so. Ah, guck mal, wie schön das ist. Das ist doch super. So, und jetzt haben wir die Möglichkeit, hier innen drin noch eine Laterne abhängen zu lassen, ne? Das finde ich halt gut. Das müssten die hier gewesen sein, ne? Machen wir ein, zwei, und dann können wir hier, ja, guck mal hier, zwei Kronleuchter, schön, ne? Schön mit Fackeln bedeckt, aber das ist egal. Das ist okay. Das ist einfach nur fürs Feeling, Leute, ne? Das ist halt so. Müssen wir mal gucken. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier das Plumpsklo reinkriegen. Hier, wunderbar. Dafür braucht schon wieder Nägel. Die ruinieren mich. Die ruinieren mich. Pass auf, wo sollen wir denn plumpsen? Hier sollen wir eine Runde plumpsen. Schön gemütlich hier in der Ecke, ne? Dass man nur so ein bisschen rausgucken kann, aber, ne, wenn man es benutzt hier, ne, dass man schön chillische Aussicht hat. Das finde ich schon mal gut. Wir brauchen noch ein bisschen Deko. Jetzt finden wir uns die wunderbare Badewanne noch. Wo haben wir die denn hingesteckt? Hier, Holzbadewanne, ein Bolzen. Bolzen habe ich gar nicht mehr, ne? Nee, muss ich mal holen gehen. Renne ich einmal kurz rum. Ich sollte mir hier irgendwie noch einen Abgang machen. Ich merke schon, das funktioniert noch nicht so hundertprozentig. Ich gucke mal, ob wir einen Bolzen haben. Nein, haben wir leider nicht. Hier können wir noch wieder abgrasen. Das ist ja Glas, weil ich weiß. Juppi, dann oben. Dann haben wir den einen, der kriegen wir den Bolzen und erstellen uns eine wunderbare Badewanne. Leute, das nenne ich doch mal Luxus pur. Hubert, was hast du jetzt vorne mit dem Vorderteil vom Schiff? Kannst du das nicht einfach in Ruhe lassen? Ja, ich muss mich darum kümmern, Leute, ne? Aber ich habe nicht so viel Zeit, einfach so off-cam mal 10 Stunden hier alles zu farmen. Vor allem, ich finde das auch, nicht, dass ich das ätzend finde, ne? Versteht das nicht falsch, aber das ist schon ein bisschen anstrengend. Und es dauert ein bisschen, ne? Wie rennst du hierfür hier hin? Hast du ganz toll gemacht. Das nenne ich mal einen Weg. Pass mal auf, hier nimmst du die Badewanne, die ist freistehend, so. Vielleicht nicht gerade in die Ecke, aber dann mach ich sie hier, so. Ist da jetzt ein bisschen blöd wegen dem Plumpsklo? Die stehen so nah beieinander. Nein, die stehen mir ein bisschen zu nah beieinander. Aber es ist halt so, die Badewanne muss präsent sein, wenn man reinkommt, ne? Guckt so, das Klo sieht man nicht. Das ist halt immer wichtig. Das Plumpsklo muss in der Ecke stehen. Aber vielleicht kann ich das auch hier wegnehmen und in die andere Ecke setzen. Dann wäre das vielleicht ein bisschen optisch ein bisschen schöner, ne? So, guck mal, hier hinter die Tür ist er auch nicht super. Willst du vielleicht da so? So? Guck mal, wie sitzt dich dann so drauf? Ah, so... Ey, ernsthaft? Du pupst so? Okay, kannst du auch machen. Dann drehen wir das Klo aber mal um. Aber hier, guck, hier ist auch hinten ist rund. Du sitzt doch falsch dann drauf. Ach, komm. Wenn er sagt, es ist andersrum, dann machen wir es andersrum, ne? Er ist ja der Profi hier, nicht wir. Ist ja seine Bude. So, so sitzen.
Und da guckt er schon wieder in die falsche Richtung. Er guckt immer in die falsche Richtung, glaube ich. Kann das sein? Er guckt in die Richtung, wo man steht, glaube ich, ne? Guck mal hier. So, super. Ah, jetzt guckst du. Guck mal, wenn ich hingucke, dann guckt er in die Richtung, ne? Ja, und wenn ich von hier gucke, dann guckt er nach dorthin. Okay, er guckt immer in die Richtung, wo man hingeht. Pass auf, ich will mal ein Bad nehmen hier. Seit 3 Jahren nicht mehr gebadet. Oh, guckt er an, den Herr Kerlchen hier. Es geht ihm gut in seiner wunderbaren Badewanne hier. Genießt er schön mal, ne? Lass mal arbeiten, statt hier zu genießen. Wir haben keine Zeit für ihn zu genießen. Junge, Junge, das kann doch nicht sein Ernst sein. So, mal Schrank brauchen wir im Badezimmer auf jeden Fall. Erstmal eine Kommode. Oh, das wird so eng, ne, die Sache hier, ne? Wir haben nicht genug Schrott. Ich muss unbedingt Schrott sammeln gehen. Aber ist ja nicht schlimm. Wir haben ja noch ein bisschen Holz wieder. Alles aufgebraucht. Zack, zack, zack. Und dann geht's wieder hoch. Hier, schnell auf den Balkonien, ne? Kennt man ja. Super. Und dann bauen wir mal Schränke, weil im Badezimmer, finde ich, gehören Schränke hin. Es gibt heutzutage so minimalistische Badezimmer. Kann man mal machen, ne? Pass auf, du könntest aber einfach mal hier so, weil du so ein großer Schrank bist, einfach mal so hinter die Tür, pass auf. So machen wir das hier, so. Ne? So einen größeren Schrank, der muss nicht so ersichtlich sein. Vielleicht noch ein bisschen mehr nach links schieben, ne? Das wäre schon nicht schlecht. Guck mal hier, mach das nochmal so und da guckst du mal von hier vielleicht, so. Perfekt, noch bis nach hinten, so, super, so. Dann, ne, insofern du Klopapier brauchst, kannst du immer schnell aufmachen und Klopapier rausholen. Muss ja auch dafür gesorgt werden. So, hier haben wir dann einen kleinen Schrank da und dann würde ich sagen, den hier stellen wir dann hier hin, super. Und da kann man noch ein paar Blümchen und Co. draufstellen. Ja, gucke mal, hier, mal kurz hören. Statt der Hubert wäre da. Nein, nein, nein. Ein Sideboard brauchen wir hier definitiv nicht. Außer wir könnten es in die Höhe hängen. Das wäre mal geil. Ne, wir können es nur hinstellen, ne? Ja, das ist schade. Das ist schade. Ne, das möchte ich nicht haben. Das, wir haben es jetzt hergestellt, um es herzustellen. Wir hängen schon wieder an irgendeiner Insel. Ich weiß, ich müsste ein bisschen mehr darauf Acht geben, aber ich habe keine Lust. Wir brauchen eine Motivationsquote. Wir brauchen Nagel, ne? Boah, das wird so langsam richtig knapp hier. Ich habe tatsächlich keinerlei Schrott mehr. Ja, dann wechseln wir auf Blumen, ne? So sieht's aus. Im Badezimmer ist noch ein Regal mit ein paar Büchern, nicht schlecht. Aber ich wollte eh noch Bücher machen, ne? Guck mal, 1, 2 und noch 1. Blätterski, wir gehen euch holen, weil wir müssen ja die andere Seite ja noch die Blätterwand da, Blödsinn, die Bücherwand da machen. Na, das finde ich gut. Dann machen wir die zuerst. Komm, wir machen die zuerst, weil hier fehlen sie ja tatsächlich. Und wir haben ja hier schon das Dinglein hier stehen. So, brauchen wir du mal runter und du mal runter. Und da gucken wir, dass wir euch mal dahin kriegen. So. Und dann hätte ich noch gerne so einen Stapel. Super. Das passt dann ein bisschen besser, ne? Das finde ich schon. Den Stuhl steht auch nur immer so allein darum. Und du bist eine Leseratte. Hier genieße dein Lesedings. Das ist super. Und hier könnte ich auch noch vielleicht ein paar Bücher draufsetzen. Aber ich muss ehrlich sagen, das möchte ich nicht. Sondern eher vielleicht hier irgendwo. Nee, hier ist kein Platz. Aber hier. Ne, so immer so ein paar Bücher zu haben, kann ja nicht schaden. So, schön mit dem Cover nach hinten. Ich habe gerade gesagt, mit dem Cover nach hinten. Und wie machst du es mit dem Cover nach hinten? Na, Blödsinn. Ich wollte sagen, mit dem Cover nach vorne. Du hast im Endeffekt richtig gemacht. So ist schön. Super. Okay, finde ich cool. Also hier fehlt definitiv noch ein bisschen was. Müssen wir zum gegebenen Zeitpunkt da mal gucken. Die Laternen würden gut hier draußen am Geländer hängen, ne? Aber guckt euch das mal an. Das ist doch super. Mir gefällt das. Wo ist der? Ich guck mal kurz, ob er hier sich irgendwie wieder durchgebissen hat oder so. Sieht gut aus soweit. Können wir so lassen. Finde ich gut. Er hat aber... Wo ist meine Flasche? Habe ich meine zweite Flasche wieder rausgeworfen? Hundertprozentig. Ach. Da ist er. Hubert! Hubert! Kommen Sie mal hier. Moment, ich komme, Hubert. Lass noch ein Stück dran. Super, kann ich hier nichts reparieren. Das war eine knappe Kiste. Das war eine knappe Kiste. Okay, was können wir noch bauen? Lass uns mal kurz überlegen. Ein Kalender wäre nicht schlecht. Wir haben eh nicht mehr so viel, also erstellen wir mal einen Kalender. Und da wäre schön, überall so ein bisschen einen zu haben. Aber erstmal kommt er hier in der Jute Dings hier. Im Wohnzimmer hängt ein Kalender doch gut. Guck mal hier, zack. Können wir Überlebenstage. Ich spiele schon seit 142 Tagen. Not bad. Ey, machst du richtig gut. Finde auch. So langsam wird's was mit dir, Junge, ne? Also, das hier ist schön gemütlich, das gefällt mir. Und, Moment, wir hatten doch irgendwo noch so eine Standuhr. Hier, Uhr. Ah, ich brauch Schrott. Jetzt bin ich am Ende. Hier, sogar eine Uhr, um zu hängen, das wäre so schön. Also, Vorhänge haben wir auch noch nicht.
Eieiei, wir bräuchten noch einen Ofen für im Badezimmer tatsächlich. Aber dafür brauche ich auch wieder Schrott. Ah, ich bin am Ende, das kann nicht sein. Wie sieht's aus mit der Malerei? Dafür brauche ich Nägel. Nein, 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 nein. Okay, Leute, ich glaube, wir können offiziell nicht mehr bauen, außer einen Sessel. Aber, pass auf, ein Sessel im Badezimmer ist gar nicht mal so schlecht. Oder ein Stuhl. Ein Stuhl. Brauche ich einen Nagel. Da brauche ich einen Sessel. So, Sessel geht immer. Okay, wir bauen noch einen Sessel. Den nehmen wir uns mit. Hier runter, hier hoch. Einmal hier hin. Weil man braucht ja auch schön gemütlich, wenn der Partner dabei ist, so, ne? Schönen Sessel in die Ecke. Brauche ich noch Licht hier drin, noch weitere. Aber hier liegt er. Hier liegt meine Flasche. Oh, Gott sei Dank. Er hatte die einfach nur hier. Super. Aber das Sideboard könnte man ja auch noch hier hin platzieren. So, pass auf. Wo können wir das denn schön setzen? Hier sind ja noch die, die... Kannst du mal bitte drehen? Super. So, hier drunter, ne? Guck mal hier. So, stell das ein bisschen mittiger. So, da können wir zum späteren Zeitpunkt... So, bisschen Platz noch hinten dran. Super. Da können wir hier noch drei so Ablagen hinbauen. Aber dafür brauche ich höchstwahrscheinlich auch noch weitere Nägel, die ich zurzeit wieder nicht habe. Moment, wo waren die Ablage? Hier, aber es waren die, ne? Ja. Die können das Plastik bauen und die brauche ich mit Nägeln. Ist immer so. Die teure Sachen baut man immer mit Nägeln. Wo ist der? Zack. Hau den Kopf ab, mein Freund. Das tut mir irgendwie ein bisschen leid, immer dauernd abzuschlachten. Was soll ich machen, ne? Die machen mir hier alles kaputt. Dann gehen wir wieder eine kleine Runde grillen hier, weil wir schon den guten Fisch haben. Dann können wir den auch hier eine Runde draufpappen. Aber wenn ich schon dabei bin, komm, bin, da drauf. Super, das finde ich gut. Brate durch, gönn dir was. Ich habe bestimmt noch irgendwo mein Steakfleisch, super. Gönn dir das zum Essen, weil sonst wird das hier ja nichts. Komm, noch einen dritten schaffst du auch noch. Und dann legen wir hier wieder ein bisschen was zurück. Super, und dann räumen wir den Rest wieder aus. Und dann mache ich noch schnell eine Säuberungstour ums Boot. Damit hier alles sauber ist. Ich glaube, die Kiste hier haben wir schon wieder gut angebrochen. Das finde ich gut. Und dann ist es aber auch offiziell. Wir hören dann jetzt mal mit dem Ausbau auf. Weil ist hier alles voll. Wahnsinn, ich muss Plastik wegschmeißen. Hätte ich niemals gedacht, dass ich Plastik mal wegschmeißen muss. Hör mal, mir fehlen sogar Blätter. Egal, dann Mülltonne und ciao, ne? Was soll ich schon machen? Lösch dich aus dem Spiel raus. So ist das eben halt, ne? So, das raus. Und ich glaube, Federn habe ich auch voll, ne? Mal kurz deckern, geht nicht mehr rein, super, Mülltonne und ciao. Ciao mit V, bist du weg? Hier ist so Verbrauchsgegenstände, das legen wir hier hin. Ich weiß nicht, ob ich nochmal Rohre brauche. Hier haben wir noch ein paar Scheiben, die kommen rüber, dann stellen wir die mal so dorthin. Hier haben wir noch Netze sogar. Meine Güte, was habe ich was drin? Hier habe ich noch ein bisschen Holz, die kommen da. Ich habe noch gesehen, ich habe noch weitere Federn hier. Süb weg. Eine Kartoffel, die können wir hier hinten hinlegen. Aber scheinbar nehmen sie diese Plätze gar nicht mehr an. Wo ist denn die Kartoffel hin? Ah, da. Das finde ich ein bisschen schade, ne? Ich finde das wirklich schade. So, und dann machen wir eine Säuberungstour hier ums Raft, ne? Also ich wette mit euch, wir werden gleich schon wieder volllaufen, aber das ist noch nicht schlimm. Das, was wir jetzt beim ersten Rutsch nicht kriegen, kriegen wir dann schön gemütlich mit dem zweiten. Soll ja kein Problem sein. Hey, müssen wir Hubertus noch einmal kurz ausbessern, ne? Er hat wieder eine kleine Ecke da reingebissen. Ich weiß jetzt, warum er das macht. Er hätte gern, dass wir die abrunden. Ist doch klar. Sollten wir uns mal zu Herzen nehmen, ne? Wir können ja nicht immer hier gegen seinen Willen gehen, ne? Er will uns nur Design beibringen. Das ist im Endeffekt das, was er machen will. Ich habe verstanden. Gucke gleich mal, was er alles rausgeworfen hat. Nichts. Oh, das ist ja ein Gönner-Team hier. Wir fangen wieder beim Holz an. Der ist voll. Hier, das auspacken. Pam, 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 pam. Super. Und dann haben wir hier unten noch einen. Zack. Dann ist gut. Steine können wir wieder hier reinlegen. Haben wir noch ein paar. Wir haben wieder ein paar bisschen Schrott. 9 ist aber wirklich nicht viel. Dann Blätter. Da. Kann ich noch ein bisschen was reinpacken? Jo. Und dann, das tut so weh in der Seele. Na, guck mal, was wir da wegschmeißen. Das ist ja Wahnsinn. Das, manche Leute wären froh, sie hätten das. Aber ich baller das einfach weg, weil ich hier einen Überschuss davon habe, ne? Das ist ein Problem. Seile waren auch voll. Wenn nicht, ist kein Problem. Ich gucke aber jetzt mal, wenn ich es weggeworfen habe. Nö, hier hätte ich noch ein bisschen was gehabt. Aber really, ist kein Problem. Kriegen wir ja wieder in Massen. In dicken Massen kriegen wir das. Ich hätte mir aber trotzdem, statt alles zu löschen, hätte ich mir einen 20er-Stack draußen halten sollen. Das mache ich ja gerne zwischendurch. Das Verfallzubett irgendwas zerstört, damit ich das auch direkt reparieren kann. Und dann würde ich sagen, hier klappt mal die Tür mal zu. Wir machen mal was, was wir schon sehr lange nicht mehr gemacht haben. Und zwar gehen wir eine Runde schlafen. Hey, das ist so schön und so gemütlich hier im Wohnzimmer. Mir gefällt das 1A. Okay. Badezimmer ist auch gut. Ich höre Hubert schon wieder knabbern, ne? Das hier finde ich richtig, richtig toll. Muss ich ganz ehrlich sagen, das ist sehr, sehr, sehr angenehm. Es wäre schön, wenn wir hier noch so ein paar Säulen setzen könnten, für so ein weiteres Dach hier drüber zu ziehen. Aber Moment, vielleicht habe ich ja Glück. Moment, hier, nimm den. Der braucht nur als Planken zu bauen. Guck mal hier, Leute, da.
Da? Super. Kann ich nochmal hier noch bauen? Ja. Da nicht mehr? Ja, er braucht Bretter, er braucht Bretter. Ich glaube, ich würde das schön finden, wenn man so morgens, wenn man aufsteht, wenn man dann schön gemütlich vom Schlafzimmer rüber ins Badezimmer rennt, um sich die Zähne schön zu putzen oder sich ein bisschen zu waschen, was auch immer man machen will, wenn man so auf dem Raft ist. Ich habe doch keine Ahnung. Und das wäre das schön. Du hast sie falsch gesetzt. Das war so klar. Eine musste falsch setzen. Eine musste sie falsch setzen. Super. Guck mal, da kann der hier so schön rüberlaufen. Und das ist alles schön im Trockenen. Vielleicht könnte man sagen, okay, die hier ist ein bisschen schwierig. Aber so haben wir eine Möglichkeit, hier aufs Dach zu gehen. Das finde ich gut. Und hier ist dann super dahin ausgebaut. Ja, ist doch geil. Kann man machen. Hätte ein bisschen rüber gemüsst, aber kein Ding. Wirklich kein Ding. Ist doch super. Macht doch, ist doch alles okay. Ey, ist mega geworden. Wirklich mega. Hier fehlt natürlich ein bisschen Deko und so. Aber das werden wir alles noch machen. Das können wir jetzt nicht ändern, ne? Super, das gefällt mir richtig gut. So, jetzt hast du dann Duschen alles ja gemacht. Jetzt gucken wir mal raus und wir machen einen von den allerwichtigsten Sachen, wo ihr euch jetzt schon seit Folgen drauf freut. Wir müssen hier ein bisschen rumdrehen. Zack, zack, zack. Zieh mal rum, dass du das mal... Hallo, kannst du das einfach nur richtig machen? Hallo. Ich weiß nicht, manchmal habe ich das Gefühl, dass der will einfach nicht. So, jetzt dreh mal, dreh mal, dreh mal, dreh mal. Super, jetzt haben wir es gleich geschafft. Oh, guck mal, jetzt kriegt der Speed. Jetzt stoppst du. Und das ist unsere Richtung, wo wir hinwollen. Da werden wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge hinbewegen. Oder vielleicht bewege ich mich schon selbst schon dorthin. Ich glaube, das wäre sogar ein bisschen besser. Der Wind steht gerade günstig, damit wir... Ne, er steht gar nicht günstig. Doch, er steht perfekt. Er steht sehr, sehr, sehr gut. Lassen wir uns in der nächsten Folge tatsächlich mich auf Caravan Town da mal vorbereiten und wir diese wunderschöne Insel mal... Also ist ja eher eine Inselgruppe. Die mal untersuchen und gucken, was man dort findet. Wir haben jetzt genug gebaut für den Anfang. Wir haben richtig was geleistet. Es sieht super, super geil aus. Mir gefällt, das ist sehr urig geworden. Es braucht zwar noch überall ein paar Pflanzen und so, aber das kommt mit der Zeit. Aber für den Rest bin ich sehr, sehr glücklich. Ich möchte mir gerne das Raft auch mal von vorne angucken, wenn ich ja schon mal hier bin, wie das so wirkt. Und ich würde sagen, Leute, ganz im Ernst, schönstes Raft Deutschland. Direkt mal rausgehauen. Ohne Scheiß. Ich habe bei Dings noch nie so ein geiles Raft gesehen. Klar, man sagt das so einfach, weil es das eigene ist, aber das ist für mich das geilste Raft. Muss ich ganz ehrlich sagen. Finde ich richtig geil. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr genau der Meinung seid oder ob ihr Schöneres gesehen habt. Dann würde ich mich das gerne, da würde ich mich darüber freuen, weil da könnte ich mich auch noch ein bisschen inspirieren lassen. Das wäre nicht schlecht, würde mir das auch gerne angucken. Und dann würde ich sagen, Leute, ich verabschiede mich an dieser Stelle. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Mir war es wieder ein Fest, die für euch aufzunehmen. Kommentieren, liken, Däumchen drücken, Glocken drücken, insofern es nicht gemacht hat. Abonnieren nicht vergessen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dorthin, macht's gut. Ciao mit V. Woo! Das war eine geile Folge.